So, mir wurde jetzt zum tausendsten Mal, mir wurde das heute Vormittag schon mal vorgeschlagen, von Lowex Hawks. Der hat ein Video gegen KuchenTV rausgehauen, scheinbar. Ja, Kritik an KuchenTV. Wir gucken mal. Ich glaube, ich bin ein typischer Zuschauer von KuchenTV. Ich kenne ihn seit circa 3-4 Jahren, habe jedes Video in dieser Zeit auf seinem Hauptkanal gesehen und seine anderen Kanäle gefallen mir auch ziemlich gut. Deswegen möchte ich heute seine einzelnen Kanäle durchgehen und euch meine private Meinung und Kritik dazu geben. Ach und KuchenTV, wenn du das hier siehst, dann wirst du dich vielleicht noch daran erinnern, dass ich dir mal solche Cringe-Nachrichten auf Insta geschickt habe. Sind mir unendlich. Junge, nerv mal nicht mit deinem Video. Okay, okay, chill, dein Video ist kacke. Ah, nee, das ist ein Fake-Chat. Schade, ich dachte jetzt eigentlich, es ist ein echter Chat. Das wäre sehr lustig gewesen, aber gut, schade. Peinlich, wodurch ich dieses Video eigentlich nicht machen wollte. Aber ich denke, ein halbes Jahr reicht gerade so aus, um zu sagen, dass ich dann noch etwas jünger und zugleich dümmer unterwegs war. Anfangen möchte ich mit dem Hauptkanal KuchenTV. Wie schon gesagt, sehe ich eigentlich jedes Video auf dem Kanal. Die Kuchentalks sind, glaube ich, so traurig, das Aushängeschild von ihm. Und das ist auch vollkommen klar. Man bekommt hier oft ein aufklärendes Video über ein wichtiges Thema. Dieses kann schon groß sein oder er macht es groß. Allgemein fühle ich mich nach diesen Videos immer ein Stück weit schlauer, obwohl bei mir nur meist gewisse Schlagwörter hängen bleiben. Der einzige Kritikpunkt, den ich hier jedes Mal aufs Neue sehe, stört mich mittlerweile aber extrem. Sehe ich genauso. Es kann doch nicht sein, dass bei vielen Videos offensichtliche Schnittfehler drin sind. Hier einmal alle möglichen Momente, bei denen es mir aufgefallen ist. Dann hat Mimi einfach die ganz alten Fotos von der Videoshow Afterpreisparty. Dann hat Mimi einfach die alten Fotos... Ja, das stimmt allerdings wirklich. Also da hat Tim wirklich ein größeres Problem. Also es ist jetzt die letzte Zeit nicht mehr so oft aufgetaucht, jetzt so die letzten 2 Monate. Mir ist es aber auch aufgefallen, dass er des Öfteren mal einen Schnittfehler hat. Ist bei mir auch schon ein paar Mal vorgekommen, aber es war bei Tim wirklich teilweise sehr häufig. Von dieser Aftershow-Party Online-Informationen darüber bekommen und man kann hier halt sehr gut schreiben. Ich glaube, Instagram ist die beste Flirt-App, die nicht als Flirt-App beworben wird. Lego hat halt Bluebricks abgemahnt, weil die halt zu nah an deren Lego-Figuren sind. Und sie haben rechtlich sogar gewonnen. Man muss sich sein eigenes Video halt einmal aufmerksam ansehen, um solche Fehler zu vermeiden. Sogar Imp hat ihm das schon 2017 vorgeworfen. Und seine damalige Antwort war nur diese hier. Wie gesagt, ich war halt damals mega faul, die Videos mussten kommen, dann hat man das halt ein bisschen schnell gemacht. So eine Hauptsache, die Videos sind gekommen, muss ich halt einfach mal wirklich so sagen. Sehr, sehr bitter. Keine Ahnung, ob man die Aussage heute einfach so wiederverwerten kann, gerade weil er, wie ich es jetzt verstanden hat, seit diesem Video einen Cutter hat. Aber eins steht fest, es nervt mich. Und solche Schnittfehler sind nicht da, seitdem er einen Cutter hat. Elisa, dankeschön. Seit Monaten immer und immer wieder. Kommen wir zu den Cake News. Hier sind Influencer im Fokus, was mir enorm gefällt. Ich bekomme schnell etwas nicht mit und habe so auch endlich eine Ahnung, was hier so los ist. Durch den anderen Hintergrund heben sich diese Videos auch nochmals von den Kuchentalks ab, was auf jeden Fall nicht schaden kann. Hier habe ich gar nichts zu bemängeln. Diese ganzen Fails-Formate waren nie wirklich mein Ding. Keine Ahnung warum, aber zum Beispiel diese etwas älteren Fails fühlten sich oft sehr Fühle ich tatsächlich, muss ich alles sagen. Ich habe die Fails tatsächlich auch nicht weiter angeguckt. Obwohl da eigentlich auch lustige Dinge mit dabei sind. Statisch an. Mir fällt kein richtiges Wort dazu kommt doch nicht ein, das aber bestimmt versteht ihr, was ich meine. Es wurden einfach 10 Minuten lang Nachrichten von Leuten vorgelesen und sich über ihre Rechtschreibung oder allgemein ihre dummen Aussagen lustig gemacht. Kuchen hat was daran geändert und die neueren Fails fühlen sich weitaus organischer an. Aber eins verstehe ich nicht. Beim neuesten Video steht Facebook-Fails im Titel und im Thumbnail wird es auch nochmals unterstrichen. Bloß schon im Thumbnail ist ein Tweet. Und der erste Fail ist auch ein Tweet. Allgemein besteht das Video zur Hälfte aus Twitter-Fails und sogar eine Insta-Nachricht wurde mit reingenommen. Das ist nicht schlimm, aber nenn das Format doch einfach Fails. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die auf das Video klicken, weil es ein Facebook-Fails-Video von KuchenTV ist, nicht auf das Video klicken, wenn es nur ein Fails-Video von KuchenTV ist. Und wenn es euch... Ja, was machen wir da jetzt mit KuchenTV? Schwierig. Klicken diese sowieso weg, wenn das Video in der ersten Hälfte nur aus Twitter-Fails besteht. Es juckt mich eigentlich null und ist kein richtiger Kritikpunkt, aber es ist einfach total unnötig. Der Uncut-Kanal gehört zu meinen Favoriten. Ich gucke ungern Livestreams auf Twitch und solche Videos kann man sich eigentlich immer gut gönnen. Die Videos sind immer um die 20 bis 30 Minuten lang und das ist eigentlich perfekt zum Essen. Bloß eine Sache stört mich hier. Die Videos sind manchmal so leise, dass ich mit meinem iPhone 11 auf lautester Stärke beim Schmatzen nicht... Ich finde diese Weird Flex-Menschen, die hier die ganze Zeit Videos machen und sagen, mein iPhone 11, ja, mit den Menschen kann ich hier nichts anfangen, ja. Jedes Handy, was mehr wert ist als 500 Euro, ist ein zu teures Handy. So ist es und so wird es bleiben. Nichts mehr verstehen kann. Und ich bin nicht der Einzige, den das stört. Eine Sache, die mich aber irgendwie nicht stört, ist, dass keine Thumbnails vorhanden sind. Bei anderen wird sowas immer hart kritisiert, aber hier juckt es mich und viele andere null. Wenn man diese automatischen Thumbnails sieht, weiß man halt sofort, dass es ein Reaktionsvideo ist,
ist und auf was reagiert wird. Tim hat ja auch mal versucht, Thumbnails zu nutzen, aber dadurch, dass sie sich zwar von dem vom Hauptkanal unterscheiden, aber auf den ersten Blick gleich aussahen, entstand Verwirrung. So waren die Thumbnails... Ja, die Leute waren übel abgefuckt, by the way. Aber sein Kanal lief ja trotzdem gut. Man muss trotzdem sagen, die Klicks waren richtig krass. Jetzt eigentlich nur nervig und für Kuchen geil, nur Aufwand. Zusammengefasst, ein guter Schritt zurück. Auf dem iKuchen-Kanal gucke ich immer mal wieder ein paar Videos. Hier erfährt man halt mehr. Das ist halt wirklich so bei Tim mit seinem Zweitkanal. Je weniger Arbeit, desto mehr kommt das gut an. Da fragt man sich aber auch, ne? Also der macht eine Start-Stop-Aufnahme, der bekommt arsch viele Aufrufe und gutes Geld dabei. Und die Leute wollen auch nicht mal ein ordentliches Thumbnail sehen, sondern die wollen einfach nur das normale Standard-Thumbnail sehen, wo du keine Arbeit reinstecken musst. Wie kann man bitte so viel Luxus haben in seinem Leben? Und dann läuft der Kanal auch noch so gut. Also, das Ding ist, ich muss jetzt erstmal sagen, mashallah, mein InGev-Kanal läuft auch gut. Seitdem nämlich Toni Loni aktiv ist auf dem Kanal, schaut das echt wieder nice aus. Das Video hat 2000 Aufrufe, hier 1900, 1100, 1200. Das ist gut. Ich liebe die Personen von Kuchen. Diese Videos gucke ich meist auch, wenn ich irgendwas mache, weil das jetzt keine Videos sind, die besonders fesseln, aber schon interessant sind. Ob ich die Videos gucke oder nicht... Tatsächlich finde ich auf iKuchen die Videos auch interessant. Gucken wir gerne mal an, wenn er da wieder so ein bisschen um irgendwas schnackt. Das finde ich nice. Und ich finde es auch krass, KuchenTV ist wirklich auch aktiv auf allen Kanälen. Tim und Timothy, KuchenTV, iKuchen, Kuchengeschmack. Du musst erstmal schaffen, auf 4 Kanälen wirklich aktiv zu sein. Von dem Algorithmus ab. Zeigt ihr mir sie, wenn ich gerade etwas mache, aber Zeit zum Zuhören habe, klicke ich die Videos an. Habe ich keine Zeit oder will mir Aktivvideos geben, dann sehe ich sie mir meist nicht an, weil sie mir dann für richtige Unterhaltung nicht wirklich ausreichen. Das Ding ist, dass mir die Videos vom Uncut-Kanal so oft vorgeschlagen werden, dass sie irgendwann sowieso den richtigen Zeitpunkt treffen. Aber bei den iKuchen-Videos ist ein Vorschlag eher vereinzelt und dementsprechend passen die selten zur Situation. Auf dem Tim und Timothy Kanal sehe ich selten Videos, aber wenn, dann unterhalten sie mich. Hier kann man halt einfach mal abschalten und ziemlich stumpfen Humor genießen. Da ich diesen Humor aber nicht wirklich ansprechend finde, kommt die Situation selten, dass ich lieber diese Videos gucke, als von Leuten, die mich mit ihrem Humor exakt ansprechen. Die Songs oder Lieder, keine Ahnung, irgendwie hört sich beides lost an, höre ich mir auch null an. Diese Art von ironischem Clickbait, die man auch bei den anderen Kanälen sieht, finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber bei diesem Video zum Beispiel passt der Titel halt null. Es geht gar nicht um Kuchen, sondern um seine Freunde und ob sie unbekannte Wörter richtig schreiben können. Von dem Format kann ich übrigens mehr vertragen, denn das war ziemlich unterhaltsam. Ach, und was ich noch sagen wollte, auf dem Banner und dem Profilbild sieht Tims Gesicht abnormal weird aus. Der letzte Kanal, den ich wirklich kenne, ist der Kuchengeschmack-Kanal. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video auf dem Kanal gesehen, weil Gaming und Kuchen für mich irgendwie nicht zusammenpassen. Aber um mir ein Bild zu machen, habe ich mir für dieses Video mal eins angesehen und ich muss zugeben, ich habe noch nie so einen schlechten Imposter gesehen. Der Schnitt ist nicht schlecht, aber besonders aufwertend tut er auch nichts. Wenn ich mir also Gaming-Videos gönnen will, sehe ich keinen Grund, Kuchengeschmack. Man muss aber tatsächlich sagen, ne, ich habe mir das Video angeguckt, wo er mit mir gespielt hat, bei CSGO. Also, das hat nicht Tim geschnitten, das hat ja Timothy, glaube ich, geschnitten. Der macht das wirklich gut, ne? Der steckt auch wirklich Arbeit rein, die Gaming-Videos auch so zu schneiden. Geschmack zu gucken. Gerade weil Konkurrenz halt mehr als genug vorhanden ist. Toni. Allgemein kann ich sagen, dass KuchenTV eine ziemlich wichtige Person in meinem Leben ist. Hört sich dumm an, aber ich kenne ihn seit 4 Jahren und ich bin erst 14. Er ist also ein großer Teil meines Lebens und ich kann froh sein, dass Tim ein Vorbild von mir geworden ist und nicht solche Leute. Früher hat er sich zwar weniger um seine Vorbildsfunktion gekümmert, aber man kann echt sagen, dass er einer der wenigen ist, die versuchen, gute Werte mitzugeben. Zuletzt möchte ich noch sagen, dass 75%... Jetzt streamt KuchenTV mit der Wife, hat den ja gut dann. Ja, also dann, ja gut, dann war's das, ja. Also dann ist das Ding durch. Also man muss ja nicht alles verstehen. Also Wife ist ja nun wirklich, das ist ja jetzt gerade random. Ich muss tatsächlich sagen, mit der Wife hatte ich auch mal zu tun gehabt. Aber irgendwie, das passt irgendwie nicht. KuchenTV und The Wife, das passt irgendwie gar nicht irgendwie. Die Reaktion muss auf InCap kommen, definitiv, schreibt Reloix, damit er noch seine Aufmerksamkeit bekommt. Das kriegt man doch vielleicht hin. Meine Zuschauer nicht abonniert haben und mich ein Abo wirklich krass motiviert. Hört sich auch wieder lost an, aber ich habe ganze 190 Abonnenten und freue mich wirklich immer wieder aufs Neue, wenn ein Einzelner dazukommt und ich die Benachrichtigung bekomme, dass mich jemand abonniert hat. Ohne mich gibt's ja seit 1999. Ja, also ich sag mal so, das war ein entspannendes Video, konnte man sich gut geben. Hat sich auch nicht angefühlt wie 7 Minuten, weil wir haben auch viel sinnlos wieder dazwischen gequatscht. Ja gut, Kritik. Ich fand jetzt, da war jetzt nicht so viel Kritik dabei, weil hier steht gerade Kritik an KuchenTV. Ich würde fast sagen, eigentlich war vielleicht so 1 oder 2 Stellen was, wo Kritik mit drin vorkam. Ansonsten halt trotzdem ein entspanntes Video. Ja, kann man sich geben. Ist jetzt,
Ist echt in Ordnung, das Video gewesen. Ja, da kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Gut, ich muss jetzt noch positiv reden, weil Loex mir 1 Euro gespendet hat. Das ist wieder ein bisschen was anderes.